On Point jeden Montag. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge von On Point. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Du bist einer der Besten in dieser Branche für mich. BO2Zismus. Hallo Aria. Bosshafte Leistung. Oh Bratte, alles Gute zu 100 Folgen On Point. Das beste Format, was geht. Hallo, ich bin Manuel. Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen bei der 100. Folge On Point. Mein Name ist Aria, wir haben es endlich geschafft, Mann. 100. Folge, unfassbar für mich. Vielen Dank fürs Zuschauen jede Woche. Diese Folge sollte was Besonderes sein für mich, habe ich euch ja vor ein paar Wochen schon angekündigt, darauf hingearbeitet. Seit 2016 gibt's On Point jetzt endlich. 100. Folge ist für mich ein großer Meilenstein, ehrlich gesagt. Also vielen, vielen Dank an alle Leute, die jede Woche einschalten, seit 2 Jahren fast und mir hier zuhören, obwohl es nie einen Rapper hier gibt. Bin nur ich hier, der jede Woche redet. Das bedeutet mir sehr viel, dass ihr einschaltet, diskutiert, kommentiert, kritisiert, lobt. Alles, was dazugehört, ist wirklich sehr, sehr viel wert, dass überhaupt so ein Format bestehen kann im deutschen Hip-Hop, als wir das damals konzipiert haben wir ein kleines bisschen auch Neuland damit betreten. Wir wussten ehrlich gesagt nicht, was uns bevorsteht. So dieses Format gibt es ehrlich gesagt nur, weil 2 Leute an mich und an das Format geglaubt haben. So riesengroßer Dank geht an diese beiden Leute. Das ist zum einen natürlich Toxic, the Chief Rocker, Head of Hiphop.de, der an mich und auch an das Format geglaubt hat. Wir haben zusammen das Format konzipiert, mehr oder weniger Name ausgesucht, überlegt, wie das sein kann, wo das gefilmt wird, was macht man da, wie häufig macht man das so, kann sowas überhaupt funktionieren in Deutschland, ja, ohne Rapper jede Woche über ein Thema zu sprechen. Aber Toxic hat tatsächlich dran geglaubt, hat mich vor die Kamera gesetzt, durch ihn bin ich ja sowieso zu allem gekommen hier, was ich mache, Ami-Interviews, Deutschrap-Interviews und so weiter und so fort, deswegen riesig großer Dank an der Stelle an Toxic, er kommt gleich auch nochmal zu sprechen und kann auch seine Seite der Geschichte erzählen. Und zum anderen natürlich an meinen großen Mentor, sowas wie einen großen Bruder, den ich nie hatte, Roozy Baby, dessen frühe Was-Los-Sendung auch ehrlich gesagt so eine Art Vorgänger oder Testballon für diese Sendung ist, so, sowohl Toxic als auch Roos, Leute, bei denen ich mir viel abgucke, viel auch lerne von beiden und den beiden natürlich auch viel Dank schuldig bin, dass On Point oder auch ich grundsätzlich überhaupt in dieser Form stattfinden kann auf hiphop.de heute, wie es der Fall ist. So, man muss sagen, mit jeder Folge On Point, die vorangeschritten ist, hat man natürlich auch viel dazugelernt. So, es gab viel Lob, viel Kritik von meiner Seite in jeder Folge aus an die Künstler und Produzenten, aber auch natürlich von den Fans, Künstler, Produzenten, allen möglichen Leuten, auch in meine Richtung sehr viel Lob und viel Kritik in jeder Folge. Ich bin sehr, sehr stolz drauf, dass ich geschafft habe, die deutsche Hip-Hop-Landschaft mit so einer Sendung auch ein Stück weit mitzuformen, zu bereichern, zu steuern, wo die Kultur, in welche Richtung sie hingeht, und bin immer froh, wenn mich Kritik, Diskussionsvorschläge, Lob, alles Mögliche erreicht, weil wirklich diese Sendung einfach auch dazu da ist, oder dass mein Wille und mein Denkanstoß von Anfang an war, einfach ein bisschen mehr Diskussionsstoff und ein bisschen mehr Offenheit und Diskurs in den deutschen Hip-Hop reinzubringen. Und das alles hat auch wirklich nur so gut funktioniert und so lange funktioniert jetzt bis zur 100. Folge, weil auch einiges zwischendurch natürlich schiefgegangen ist, so, Mann. Und daraus hat man gelernt, man hat geschaut, okay, wie macht man weiter, woran muss man feinjustieren, was macht man nächstes Mal vielleicht anders. Und natürlich gab es auch unangenehme Situationen hier und da im Hintergrund, Telefonate und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das manchmal läuft. Aber im Großen und Ganzen zeigt On Point die Show, dass man im deutschen Hip-Hop auch kritisch sein kann und trotzdem Liebe bekommt und gibt, werdet ihr gleich sehen. An den ganzen Shoutouts, dazu komme ich auch gleich. Selbstverständlich hab ich auch im Verlauf der Sendung Fehler gemacht und daraus hoffentlich gelernt. So, vielleicht hätte ich damals zum Beispiel, um eine Situation zu nennen, bei der Shindy-Kritik anders agieren können, müssen, sollen. Es gab auch 2, 3 andere Situationen damals, wo man anders hätte einen anderen Ansatz vielleicht wählen können. Aber wie gesagt, so, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wer arbeitet, wer nicht arbeitet, der macht keine Fehler. Alle Fehler, die man macht, versucht man positiv aufzunehmen und aus denen zu wachsen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank an euch, an dich, der jede Woche einschaltet, kommentiert, like, dislike, was auch immer man abonniert, kommentiert, mir Lob schickt, Kritik schickt, alles Mögliche. Vielen, vielen Dank
an deutschen Rap, dass es möglich ist und dass mir die Plattform geboten wurde für so eine Sendung, um stattzufinden. Über 2 Jahre, 100 Folgen lang. Vielen, vielen Dank an alle Künstler, Producer, Personen, alle, die gleich hier zu sehen sein werden, die mir einen Shoutout geschickt haben, die mir Gratulationswünsche und Glückwünsche geschickt haben. On Point wird bis 2019 in eine wohlverdiente Pause gehen. Ich denke, das hat sich das Format verdient nach 100 Folgen. Und das habe ich mir, glaube ich, auch verdient, so ein kleines bisschen. Jetzt kommt eh die Weihnachtszeit, kommt eh der Dezember, da wird extrem viel zu tun sein. So, ihr werdet mich also nicht auf dem Kanal nicht sehen, sondern einfach in anderen Funktionen, in anderen Formaten sehen. Viel, viel Spaß im Dezember mit allem anderen, was auf hiphop.de abgeht. On Point kommt 2019, nach Weihnachten, nach Neujahr und so weiter und so fort. Vielleicht mit einem neuen Konzept, vielleicht mit frischer, neuer Power wieder. Vielen, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, jede Woche. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin jetzt erstmal raus. Zieht euch die ganzen schönen Leute aus dem deutschen Rap rein. Vielen, vielen Dank. Peace, hiphop.de. Yes, yes, yo, 100 Folgen. Ich bin sehr stolz auf dich, Ari, auf weitere 1000 Folgen, mein Lieber. Ich halte das Intro kurz. Ich habe es dir eh schon persönlich gesagt. Daher, ich lasse mal jetzt hier Raum für die anderen, damit die dir ein paar Shoutouts geben. Ich hoffe, du hast saftige Shoutouts gesammelt, denn das ist deine Sendung wert. On Point, jeden Montag. Yeah. Mein lieber Aria, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge von On Point. Ich liebe deine Analysen. Weiter so. Gib alles. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Peace. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Viele Grüße gehen raus an Aria Nejati. Herzlichen Glückwunsch zu der 100. Folge On Point. Check das ab. Ihr wisst Bescheid. Carmen ist die Gang. Herzlichen Glückwunsch an meinen Bruder Aria für seine 100. Folge On Point. Aziza Mubarakat Bashe, du bist einer der Besten in dieser Branche für mich. Und ja, Mann, inshallah sehen wir uns bald wieder. Pass auf dich auf. Mein Angebot steht, Bruder. Komm, du bist jederzeit herzlich willkommen. Bye, bye. Yo, Aria, mein Bester. Alles Gute zur 100. Sendung On Point. Auf weitere 10 Milliarden. Danke, dass du so eine fette Sendung für unser Genre machst. BO2Zismus. Hallo, Aria. Es geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sack, dass du mehr Ahnung von Deutschrap hast und von Rap generell als ich. Aber ansonsten finde ich dich sehr cool. Mach weiter so. Happy, happy einjähriges, nee, 100-jähriges, 100 Folgen. Oh Gott, ich habe das kalkuliert. Sorry, ciao. Yo, Aria, ich gratuliere dir zu 100 Folgen On Point. Bosshafte Leistung. Jetzt rein in die Masse auf die nächsten 900, dass du die 1000 dann noch voll machst. Bis dann. Oh, Bratte, alles Gute zu 100 Folgen On Point. Auf jeden Fall. Adi Bratucha, mach weiter so. Du weißt Bescheid. Tribus im Bad Blade. Aria, alles Gute zu 100. Folge On Point. Was geht ab, Enno hier. Schöne Grüße an meinen Bruder Aria. Aria, Bruder, deine Show On Point wird 100 Folgen alt. Bruder, ich küsse dein Herz, du bist auf jeden Fall der Baba. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Bis dann, Bruder. Jo, Leute, was geht ab? Checkt Aria, 100. Folge On Point. Ihr wisst Bescheid und täuscht niemals an. Der junge Manuelsen, ich bin ein bisschen krank. Hört dir meine Stimme an, aber kein Problem. Ich wünsche dir noch auf diesem Weg den guten Aria alles Gute zur 100. Folge On Point. Bleib weiter so On Point, hiphop.de, beste Format, was geht. Hallo, ich bin Boy, der junge Manuelsen, Get MB4, König im Schatten. Was los? Yo, 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 was läuft, was läuft? On Point, 100. Folge, Aria is there. Yo, Assalamu Alaikum. Ich wünsche dir alles Gute zu deiner 100. Sendung. Mega, mega nice. Während ich hier durch die Hut stolziere, gratulieren dir hier natürlich auch alle. Alles Gute dafür. Was geht ab, Aria? Ich habe gehört, die 100. Folge On Point. Ich habe auch gehört, du bist der einzige Typ, der Eminem beleidigt hat und immer noch lebt. Von daher, viel Glück weiterhin. Wir sehen uns bald. Bis dann. Was geht ab, Leute? Animus hier. Als ich vor 5 Jahren meine erste Was-Los-Folge gedreht habe, stand ein junger Typ hinter der Kamera mit dem Namen Aria. Dieser Aria hat mittlerweile eine meiner Lieblingssendungen, eine Hip-Hop-Sendungen On Point. Diese Sendung On Point wird 100 Folgen alt. Aria, ich gratuliere dir dazu. Inshallah wird sie 1000 und 10.000 Folgen lang werden, die Sendung. Bleib weiterhin, wie du bist, in meinen Augen einer der renommiertesten, kompetentesten, kritischsten und fähigsten Journalisten, die wir in Deutschrap haben, und Deutschrap braucht Typen wie dich, Bruder, deswegen bleib weiter am Ball, nimm kein Blatt vor den Mund, sag, was du denkst, genauso wie du es die ganze Zeit tust, auch wenn alle sagen links, hast du die Eier zu sagen rechts, und das lieben wir und respektieren wir an dir, und ja, Bruder, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf ein Interview. Und genieße deine 100-Folgen-Feier und bis bald, mein Bruder. Hallo Leute, hier ist Remo. Mein Bruder Aria feiert die 100. Folge On Point. Seine Interviews und Folgen sind immer on point. Checkt es ab. Peace out. Beb. Yo, Ari, was geht? Hier ist Sugar Wolf von der Point to Nation. Auf jeden Fall, Bruder, jetzt alles Gute zu deiner 100. Folge, zu deinem Jubiläum, zu On Point. Du weißt, Liebe ist da, Bruder, gib weiter Gas.
Hoffentlich sehen wir uns bald, Bruder. Peace. Arian Dadash. 100 Sendungen on point. Darauf roll ich jetzt ein Joint. Ohne Klebestreifen. Lass die Szene zerreißen. 385 Ideal. Chilo 385. A-Doppel-Z-Lack. Wise. Mein lieber Aria, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen on point. Heißt, du hast 100 Folgen lang Gas gegeben und mittlerweile sicherlich auch schon einiges hinter dich gebracht und einige Kämpfe ausgetragen. Du hast Meinung vertreten, du hast eingesteckt und genau das ist auch mein Rat und meine Botschaft an dich nach 100 Folgen für die nächsten 100. Immer schön dabei bleiben, Haltung und Überzeugung zu zeigen, aber auch eingestehen, wenn man Fehler macht. Nur dann kommt man weiter. Also liebe Grüße von Backspin, liebe Grüße von mir. Bis bald. Schall an Aria, Digga. Glückwunsch zu 100 Folgen on point, Bruder. Mach weiter so. Danke, dass du so viel Liebe für Rap und für Hip-Hop hast, Digga. Und ich freue mich schon auf weitere 100. Was geht ab? Das geht raus an meinen Bruder Aria. 100 Folgen on point. Ich gratuliere dir, mein Bruder. Mach genau so weiter. Du machst alles richtig. König im Schatten. Yo, was geht ab, Leute? Leon Lovelock ist hier am Start und will einmal fette Grüße an den Bruder Aria raushauen. Die 100. Folge on point ist am Start, Bro. Hast echt gut durchgehasselt, Mann. Machst einen super Job, mach genauso weiter. Und vor allen Dingen, bleib so positiv, Bruder. Peace out. Aria, it, man. Quasi Memo hier. Aria, alles Gute zur 100. Folge von on point. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Du weißt Bescheid. As luck, motherfucker. Yeah, ich bin's, M030. Schöne Grüße gehen raus an dich, Aria, Bruder. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen on point. Auf die nächsten 100 Folgen. Ich guck mir alle an. Peace out. Aria, was geht? Hier ist dein Mann, Tizzy Tones. Alles Gute zur 100. on point Folge. Mach weiter so. Peace. Yo, was geht ab? Sinanji hier. Grüße gehen raus an Aria. Bruder, deine Serie wird ein Jahr alt, on point. Und ich kann nur sagen, Bruder, herzlichen Glückwunsch. Mach weiter so. Ich hoffe, da kommt noch einiges von dir. Ich kann mich noch an deine Anfänge erinnern, wie du angefangen hast, wo du jetzt bist. Bist schon durch die ganze Welt gereist mit Roos. Wirklich lobenswert, Alter. Respekt. Und ich hoffe, da kommt einiges, Bruder. Und ja, was soll ich euch noch sagen, Alter? Pass auf dich auf, mein Bruder. Yo, Anisha hier und auch ich gratuliere dir zur 100. On-Point-Folge. Weiterhin wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Wir sehen uns. Mein Name ist Lakman One und alles Gute geht raus an Aria für 100 Folgen On-Point. Dass du mich nicht ein einziges Mal da gehabt hast, nehme ich dir persönlich übel. Bis später. 100 Folgen On-Point mit Aria. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg auf 100.000 weitere Folgen. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen On Point. Eins der besten Formate im Deutschrap-Journalismus. No doubt. Auf die nächsten 100, Aria. Mach einfach so weiter. Wesh, was geht? Hier ist Mortel. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen On Point mit Ari von hiphop.de. Viel Erfolg weiterhin und weitere 100.000 Folgen, Bruder. Rakai Gang. Hey, Aria. Glückwunsch zu deiner 100. Folge On Point. Vom Herzen, danke, dass du die Kultur so positiv prägst. Wir sehen uns bald, Bruder. Yo, was geht ab? Hier ist Alex von rap.de. Auch von meiner Seite natürlich die herzlichsten Glückwünsche an my man Aria zur 100. Folge On Point auf hiphop.de. Ihr habt es geschafft, ein geiles Format zu etablieren. Ich schaue immer wieder montags, immer wieder sehr gerne bei euch auf dem Channel vorbei. Zieh meinen Hut vor deinem unfassbaren Sachverständnis. Mach einfach weiter so, Dicker, auf die nächsten 100, 200, 300, 400, 500, 600... oder 700 Folgen on point, Alter. Wir sehen uns bald hoffentlich. Lass dir gut gehen, Dicker. Yo, Aria, was geht ab? Nico Nuevo hier. Glückwunsch zur 100. Folge von On Point. Auch Glückwunsch an hiphop.de. Macht schön weiter so. Peace out. Yo, On Point wird 100 Folgen alt und da will ich mir natürlich nicht nehmen lassen zu gratulieren. Also, Aria, alles Gute zum Jubiläum und mach weiter so, mein Lieber. Aria, mein Bester. Gratulation zur 100. Folge On Point. Bestes Format. Bester Typ. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Hoffentlich bald 200. Folge oder irgendwas anderes. Und wir sehen uns irgendwann in London, Chelsea-Spiel gucken. Yeah. Yo, das ist für Aria, mein Freund. Gratulation zu 100 Folgen on point. Ich hoffe, dass du diesen kleinen Freestyle hochlädst. Herzlichen Glückwunsch von Tierstar. Happy Birthday an meinen Bruder Aria zur 100. Folge on point. Auf noch 1 Million weitere. What up, Toronto? It's me, Drizzy Drake. Was geht ab, Leute? Hier ist Efna Zizi. Mein Homeboy Aria feiert seine 100. Folge von On Point. Ich freue mich sehr darüber, denn ich kann mich erinnern, als du damals das erste Mal auf einer meiner Shows warst, mit Funkeln in den Augen, ein ganz kleiner süßer Habub warst, du jetzt kommst rein, machst Interviews und so. Bruder, alles Gute für deine 100. Ich hoffe, du machst noch weiter 1000 Folgen und ich bewundere dein Ehrgeiz, dein Fleiß. Es ist eine sehr geile Show, ich bin sehr gerne dort zu Gast.
Nur bitte, Bruder, fick nicht mehr Eminem. Ja, Bruder, das ist doch einfach uncool. In diesem Sinne, Aria on point wird 100. Peace. 100 Folgen on point. Aria, herzlichen Glückwunsch, Mann. Viel Erfolg noch und auf 1 Million weitere Folgen. Hau rein, Bro. Lieber Aria, herzlichen Glückwunsch zur unfassbaren 100. Folge von On Point. Ist auf jeden Fall ein geiles Format. Bleib dran. In der Form, in der es du aufziehst, ist es meiner Meinung nach auch einzigartig auf jeden Fall hier. Auch losgelöst von On Point schaue ich deine Sachen auch sehr gerne. Gerade was so Ami-Rap-Game betrifft, finde ich, bist du einer der stärksten hier in Deutschland, wenn nicht sogar der stärkste. Bleib am Ball, bleib gesund und bis bald. Hör mal, was habe ich gehört, Aria? 100. Folge machst du jetzt, oder was? Ich habe gedacht, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gehen nur 12 Monate, hör mal. Wie geht's dir, mein Bester? Alles Gute, alles Erfolgreiche, bla bla, du weißt, was ich meine, zum 100. Jubiläum und ja. Wenn ihr dir jetzt in den nächsten 100 Folgen auch nur ansatzweise ein bisschen Fußballsachverstand aneignest, dann nehme ich dich auch endlich als Journalist wahr. Nein, Spaß. Wirklich Spaß beiseite. Mach dein Ding weiter so, zieh durch. Alles, alles Gute. Auf die nächsten 100, auf die nächsten 1000. Du machst einen Bombenjob, habe ich dir schon öfters gesagt. Zieh durch, lass dich von diesen Internet-Hatern nicht deinen Kopf kaputt machen. Und wir sehen uns die Tage. Bis dann, mein Mister. Ciao. Was geht ab? Mein Name ist Millionär. Das ist der liebe Marv und das ist der liebe Amu. Wir wünschen Aria alles Gute. 100 Folgen on point, Aslak, Block Panorama, du weißt Bescheid, Bruder. Immer weiter so, iranische Flagge hochhalten. Ah! Aria, Baby, herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. On-Point-Folge. Sehr gutes Format. Mach bitte noch 3, 4, 5, 600 Folgen davon, Alter. Was soll ich sagen, Bro? Du hast dieses Jahr Kim und Kani persönlich kennengelernt. Also läuft bei dir, Alter. Mach genauso weiter. Yo, 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 was geht ab? Pipop.de, 100 Folgen on point. Aria, herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr Bescheid, wir sind im Studio Shadow, Daraus kommt, gang! Aria, Bruder, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen on point. Echt krass, dass du schon 100 Folgen zusammengekriegt hast. 100 Folgen harter Arbeit. Ist auf jeden Fall heftig auf dem Niveau, das regelmäßig so abzuliefern, weil ich weiß, wie viel Arbeit da auch drin steckt, sich damit immer zu beschäftigen und auch einfach witzig, wie man auf solche Zahlen dann immer kommt, wie zum Beispiel auf 100. Die Story haben wir bestimmt schon ein paar Mal öffentlich erklärt, wie du dich damals für ein Praktikum beworben hast und bei mir auf dem Küchentisch die Bewerbung rumlag und Bruce irgendwann meinte, Alter, wenn du den Typ nicht einstellst, weiß ich auch nicht, sieht doch voll tight aus und du dann ein Praktikum bei mir am Küchentisch gemacht hast, ähnlich wie ich einige Jahre zuvor in einem Düsseldorfer Keller mein Praktikum gemacht habe. Wie ging es weiter? Praktikum war witzig, wie uns dieser Online-Drogenhandel als Absenderadresse eingetragen hat. Oder wie du deinen ersten Arbeitstag beim Musikvideodreh hattest von Summer Jam und Casey, glaube ich. In den kommenden Jahren bist du dann irgendwann einer der tightesten Schreiber oder der tighteste Schreiber bei uns geworden. Und ich weiß nicht mehr genau, wie du dann vor der Kamera gelandet bist. Wahrscheinlich, wie alle gute Ideen bei uns, wird es wahrscheinlich meine Idee gewesen sein. Irgendjemand hatte auf jeden Fall irgendwann den Gedanken, warum du nicht eigentlich auch was vor der Kamera machst. Vielleicht bist du es auch gewesen. Aber ich glaube, wir haben dich eher dahin getragen, als dass du dich jetzt aufgedrängt hättest. Und dann haben wir das ausprobiert und haben festgestellt, wow, Aria, das war glaube ich auf dem Frauenfeld. Aria ist ganz schön gut vor der Kamera, das funktioniert ja, das kann der ja auch. Und damit ist ein bisschen schade, dass wir so wenig Artikel von dir haben. Aber umso nicer, dass wir so viele Videos von dir haben. Vom Interviews machen kam man dann irgendwann auf diese Idee mit On Point, wo so ein bisschen auch die Idee dahinter war, da kann man das ja zusammenbringen. Wenn jemand so gute Artikel schreiben kann, vielleicht kann man ja auch ein Stück weit den gleichen Inhalt, den man sonst in Artikel schreiben würde, vor der Kamera rüberbringen. Das war zumindest so das, was ich am Anfang in On Point gesehen habe. Wie du es dann am Ende immer weiterentwickelt hast und das, was es halt eben heute ist, ist nochmal was ganz anderes. Zu Recht sehr erfolgreich. Ich finde, ein wichtiger Teil von der Deutschrap-Journalismus-Landschaft inzwischen auf jeden Fall geworden. Deshalb, ja, krass, so ein runder Geburtstag. Krass, dass du auf 100 gekommen bist in vergleichsweise kurzer Zeit, weil du dir diesen Hustle einfach jede Woche gibst. Mach mal ein bisschen Pause. Übertreib's nicht, aber sieh zu, dass wir weiterhin on point am Start haben und dich weiterhin bei 7000 Grad am Start haben auf die nächsten 100 Folgen von On Point und diversen anderen Formaten, die wir gemeinsam machen werden. Danke auf jeden Fall für alles, was du bei uns reinsteckst und für all die guten Folgen, die du uns gibst. Peace.